Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist wieder ordentlich Blödsinn geplant und zwar mit the one and only Vico gerade hinter der Kamera. Wir haben uns nämlich überlegt, denn ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf TikTok, ich habe ja ein wunderschönes Megafon auf Amazon gekauft und damit schon ein bisschen Unsinn getrieben. Aber warum nimmt man nicht einfach mal das Megafon, um den Sound von einem Motorrad zu verstärken? Ich habe halt keine Ahnung, ob das funktioniert. An sich ist das Megafon ja da, um alles zu verstärken, was irgendwie einen Ton von sich gibt. Hallo, Test, 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 1, 2, 3. Vico wird gleich Sozius fahren und eben hier, das wird so bescheuert werden, du musst freihändig fahren, ne? Du musst ja, da hinten drauf und muss den Klammeraffen machen, ne, mit den Beinen. Ja, genau. Den Knopf hier muss er drücken und das hier hält er dann an den Auspuff von der Husqvarna FE. Und dann in der Hoffnung, dass der Sound durch das Megafon verstärkt wird, fahren wir dann einfach hier, es gibt Safe-Ärger, ein paar Runden durch die Nachbarschaft. Ist das eine gute Idee? Nee. Perfekt, dann legen wir los. 3, 2, 1, let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier in der Tiefgarage und ich muss ehrlich gesagt gestehen, es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass ich auf dem Motorrad gesessen habe, geschweige denn einen Helm auf dem Kopf hatte. Und ich habe echt ganz vergessen, wie sehr so ein Helm von innen stinken kann. Also keine Ahnung, ob sich das jetzt intensiviert hat. Meine Güte, echt. Ey. Ich habe wohl die deutsche Sprache auch schon verlernt. Ob sich das jetzt intensiviert hat über die Tage, wo ich den nicht auf dem Schädel hatte, aber der riecht ein bisschen. Auf jeden Fall, wir sind ready to rumble. Wie ihr sehen könnt, FE501 hier vor der Boss, die Zeigepackt, sieht echt ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also da wüsste ich jetzt gar nicht, welches Fahrzeug ich als erstes fahren möchte. Wir nehmen auf jeden Fall die FE501 und das Megafon haben wir natürlich auch schon hier unten, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, wir machen gleich erstmal so einen kleinen Check. Also Soundcheck im Stand und dann fahren wir, wie gesagt, raus in die Nachbarschaft. Vico wird das Megafon halten und dann werden wir mal gucken, wie wir den Sound verstärken können mit dem Megafon. Ist das eigentlich illegal? Junge! Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal! Mach mal einen Röpfer hier! Oh, ist schon doll. Digga, also, es funktioniert wirklich, oder? Es ist schon lauter auf jeden Fall. Oh, ist das geil. Gut, Megafon haben wir hier. Wo ist jetzt der Auspuff? An der rechten Seite, genau. Ja, du musst das noch umdrehen, oder? Guck mal. Du musst das noch umdrehen. Ja. Ja, umdrehen. Und zur volle Lautstärke. An der Seite hast du so einen Lautstärkeregler. Hier. Ja, okay. Oh Gott, ist das unangenehm. Okay, ich fahr jetzt mal los, ja? Ich fahr ganz langsam. Das okay. Klingt so lustig. Okay. Wer schmilzt da der Handschuh weg? Oh, cool. Oh Gott, der lacht. Egal. Digga, wenn die das sehen, was denken die sich jetzt bitte? Weiter geht's. Komm, Sound. Wir brauchen Sound. Klingt so scheiße, oh mein Gott. Oh ja, jetzt. Alter, ist das unangenehm. Ja, halt richtig ran, ja. Ja, gar nicht so einfach. Mir schmilzt der Handschuh gleich, ey. Digga, alle gucken rüber, das muss so laut sein. Also, das ist halt so lächerlich, ey. Er hat's, glaube ich, nicht so gefeiert. Ach. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt wird's richtig laut. Junge, das ist richtig laut, oder? Ja, halt schön gut dran. Ich gebe jetzt mal Gas, okay? Ja. Junge! Mach mal ohne. Boah, krass, schon mal, ein Riesenunterschied. Mach mal wieder mit. Ja, mega. Junge, ist Alter, so laut. Das klingt aber wie so Bauarbeiten, ey, wirklich. Boah, Alter, mein Handschuh ist gleich tot, glaube ich. Ei. War jetzt schön hier am Jungfernstieg, ey. Perfekt. Wir müssen mal gucken, wie die Reaktion von einem Autofahrer ist. Junge! Will er denn? Wow! Holy geil, shit! Ey. Holy shit! Alter, das war richtig knapp halt, ne? Alter Schwede! Junge, aber ich sag ja immer wieder, die Ampel sieht man nicht so gut. Nee, die sieht man noch nicht. Alter Schwede! Junge!
Das klingt halt einfach wirklich wie so eine Baustelle, ey. Ich weiß nicht, aber der Autofahrer tut mir richtig leid. Das war geistesgestört. Freunde, habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Beziehungsweise, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen, das konnte man ja nicht übersehen. Ich dachte echt, der crasht jetzt. Wirklich, ohne Scheiß. Ja. Man hat das auch so kommen sehen, ne? Irgendwie hat null Gas weggenommen. Ich dachte so, okay, der fährt ja ganz schön schnell an die Ampel ran. Okay. Und dann rast er da komplett über Rot. Ohne Scheiß, Vico, mir kommt gerade eine noch bescheuertere Idee als ohnehin schon. Das geht? Also den Sound verstärken ist geil, aber was hältst du davon, wenn wir uns einfach bei YouTube MotoGP-Sound runterladen, das auf die SD-Karte spielen und das dann wiederum abspielen, wenn wir an der Ampel losfahren? Oder von so einem Formel-1-Auto. Ja, das ist doch noch krasser, oder? Ein schöner, weiß ich nicht, was haben die inzwischen? V10? Nee, nicht mehr, ne? V6 oder so. Oh, da ist wieder Polizia, Achtung. Es ist ganz schön viel Polizei unterwegs, ne? Ja, es ist mega viel momentan, deswegen Corona irgendwie. Oh Mann, die haben richtig Auge gemacht. Guck mal, ist jemand hinter uns? Ja, Polizei. Echt jetzt? Ja. Niemals. Also ein bisschen Abstand, aber ja. Oh nein. Oh nee. Scheiße, Mann. Digga, ich will nicht kontrolliert werden. Ja, jetzt sind sie gleich ganz hinter uns. Echt jetzt? Ja. Oh, eigentlich mit meinem kaputten Kennzeichen, dann sitzt du hinten drauf mit dem Megafon. Mit dem Megafon. Sind die jetzt wirklich hinter uns, Bro? Ja, ich will das nicht nochmal auffällig gucken, aber ja. Oh Mann, scheiße. Ah, die sind aber in der rechten Spur, also. Was denn? Die fahren aber, glaube ich, nach rechts, die sind in der rechten Spur. Ja? Ja, weil, weißt du warum? Ja. Weil der rechts illegal fährt. Jetzt pass auf, der wird rausgezogen. Safe Call, weil der darf da nicht lang fahren. Yes. Oh, Junge, hat die Augen gemacht. Oh, Junge. Ohne Scheiß, der Autofahrer, ne? Der wird jetzt rausgezogen, weil du darfst hier nicht durchfahren. Der hat uns den Arsch gerettet, weil 100%, der wird jetzt angehalten. 100% werden die uns hinterhergefahren. 100%, die haben ja extra gewendet. Weißt du, was ich meine? Oh, jetzt können wir nochmal Soundcheck machen. Hier, komm. Let's go. Unangenehm. Das war wie so ein Propellerflugzeug. Mein Finger wird so warm, ne? Wirklich, stopp's nicht. Du Penner, Mann! Nicht die Sirene, bist du das Wahnsinns? Oh, das war ein totales Versehen. Also ja, ich wollte das natürlich nicht. Auf jeden Fall war das ein Versehen, ja. Das glaube ich dir überhaupt nicht. Das war volle Absicht. Oh, das ist geil. Ey, lass das mit der Sirene sein, es gibt noch Todesärger, Mann. Also war das vorher schon so durchgeschmolzen? Nein! Grün. Holy shit, Mann! Warum zur Hölle ist das geschmolzen? WTF, zeig doch mal. Das wollte ich tatsächlich nicht gerade, aber... Alter. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich lache mich hier wirklich komplett Schrott. What the fuck, Mann? What the fuck? Digga, das ist komplett weggeschmort. Also meine Hände waren auch schon gut warm, aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. WTF? Hast du das in den Auspuff gehalten oder was? Ja, also reingesteckt habe ich es. Nein, funktioniert Quatsch. Das denn noch? Mach mal an den Auspuff kurz. Geht schon noch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch mal kurz ins Hauptquartier, suchen da nach einem guten Formel-1-Sound und dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Aber dann, wenn wir von der Ampel losfahren, Freunde, ich sag's euch, V10 bzw. V12-Sound, das wird der Oberkracher, oder Vico? Das machen wir. Oh ja, das ist perfekt. Genau den Sound nehmen wir. Oh mein Gott. So, noch kurz trimmen. Oh mein Gott, das wird so gut werden. So, Vico, ich weiß, es hat ein bisschen gedauert, aber ich schwör's dir, da drauf ist der geilste V12-Sound, den du jemals in deinem Leben gehört hast. Junge, das klingt aber nicht so 100% nach Sound, finde ich. Also nicht nach Motors. Nee, das klingt mehr nach so einem Komm, das ist geil. Klingt mehr nach so einem Schrei, finde ich. Also muss ich echt sagen. Was? Das ist doch... Ja. Das ist ein Ferrari. Das ist ein Formel-1-Auto. Jetzt hör doch mal, pass auf. Ja, das schon. Sollen wir jetzt filtern? Komm, wir filtern jetzt einfach. Wir sind Formelwagen, wir dürfen auch filtern und nach vorne. Ich habe noch nie einen Formel-1-Wagen an der Ampel filtern sehen, muss ich sagen. Oh Gott, Digga, was mache ich denn hier wieder für einen Scheiß? Okay. Ja. Das klingt aber auch wie eine Sirene. Es ist so cringe, Alter. Komm, lass doch mal jetzt ein Auto kommen, verdammt. Da kommt der Porsche. Echt? Ja, perfekt. Porsche versus Formel 1 V12. Okay, bist du bereit? Ja. Und an.
Ja. So, also, kleines Resümee an der Stelle. Wir sind wieder in der Crib. Es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich muss sagen, ich fand den Formel 1 auch nicht so geil, wie am Anfang einfach verstärkter Motorradsound. Weil das Geräusch war halt so lustig. Es hat sich angehört wie so ein Propellerflugzeug oder, ich weiß nicht, auf der Baustelle irgendwie so ein Presslufthammer. Also wie vom anderen Planeten. Richtig geil. Leider ist das Megafon ein bisschen angeschmort. Hier könnt ihr hier sehen. Aber es funktioniert noch. Das war es total wert. Und wie ich schon gerade gesagt habe auf dem Motorrad, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was für einen Sound, weil wie gesagt, hier ist eine SD-Karte, da können wir jeden nur erdenklichen Ton oder Sound draufspielen. Was sollen wir da mal drauf machen und dann damit rumfahren? Also egal was es ist, schreibt es jetzt einfach mal in die Kommentare. Ich glaube, das könnte noch sehr, sehr ausarten und extrem lustig werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schaut bei Vico vorbei, der gerade hinter der Kamera steht. Und ich bin gespannt, was wir damit noch anstellen werden. In dem Sinne, wir sehen uns alle spätestens morgen wieder. Genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil. Prop.